Willkommen in der Technik-Videowelt. Jedem guten Smartphone passiert es mal, dass es einfriert, dass es ein Update nicht richtig vertragen hat oder ähnliche Sachen, so dass halt das Display nicht funktioniert. In diesem Fall ist es wichtig zu wissen, wie man sein Handy manuell herunterfahren kann oder ausschalten kann. Wie genau das funktioniert, das zeigt euch Alper nach dem Intro. Willkommen in der Technik-Videowelt. Ich bin Alper und heute zeigen wir euch, wie ihr euer Redmi 9 ausschalten und herunterfahren könnt. Bei den Geräten ist es ja immer so eine Sache. Je nachdem, was für ein Android-Gerät man hat, muss man vielleicht einfach nur an der Seite hier einfach mal draufdrücken. Bei Apple muss man irgendwelche Tastenkombinationen eingeben und so weiter und so fort. Dabei ist das Ausschalten und Herunterfahren manchmal auch sehr wichtig. Denn zum Beispiel, wenn ihr irgendwelche Apps habt, die vielleicht eingefroren sind oder ihr habt irgendwelche anderen Probleme, irgendwas funktioniert nicht richtig, dann kann es eben tatsächlich wie früher bei Windows einfach mal helfen, wenn ihr das Ganze einfach mal herunterfahrt. Wie machen wir das hier beim Redmi 9? Relativ einfach. Wir müssen hier einfach nur einmal auf den Ausschaltknopf drücken und ich lasse ihn jetzt mal kurz gedrückt und dann sehen wir hier auch schon, wir haben hier vier Optionen, einmal den Flugmodus, Stumm, Neustart oder Ausschalten. Wenn wir auf Ausschalten gehen, schaltet sich es natürlich ganz normal aus und bleibt auch aus. Wir machen jetzt hier einfach mal den Neustart, weil dann kombinieren wir zwei Dinge. Ich muss das Ganze auch einmal bestätigen, drücke also nochmal drauf und dann macht er zunächst das, was er bei Ausschalten macht, er schaltet das Gerät einmal komplett aus. Beim Neustart wird er jetzt hoffentlich auch direkt neu starten, wird er, und das sehen wir hier auch schon, direkt einmal neu starten. Wir warten jetzt einfach mal ab, bis das Gerät eben wieder da ist. Und wie gesagt, wenn ihr also irgendwelche Probleme habt, WLAN funktioniert nicht, Apps funktionieren nicht oder irgendwas, dann ist ein Neustart immer das allererste, was ihr tun solltet. Denn tatsächlich hilft das bei vielen Dingen, also probiert es einfach mal aus. Das war es dann auch schon für dieses Video. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder wissen wollt, dann stellt uns einfach diese Frage in den Kommentaren. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ihr wollt noch mehr wissen rund um iPhone, Android, Amazon und Co.? Gar kein Problem. Ich habe euch hier eine ganze Playlist erstellt. Dort findet ihr alle Videos, die wir überhaupt zu diesen Themen gemacht haben. Ansonsten freuen wir uns über eure Kommentare. Teilt unsere Videos, wenn sie euch gefallen haben. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.